meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Eröffnung unserer Ausstellung zu Ehren von Emil Krebs. Ich bin hier im Auswärtigen Amt der Abteilungsleiter der Europaabteilung, aber natürlich dem Erbe von Emil Krebs und unserem Sprachendienst auf das Engste verbunden. Mein Name ist Andreas Peschke. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen und würde gern einführend ein paar Worte zu der Ausstellung sagen, ehe dann andere, noch kompetentere Forscher in Sachen Emil Krebs das Wort ergreifen. Liebe Gäste, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Exzellenzen, Chalun Dotno Uktan Avna. Chush Kelepsis, Imabibina Babwana, Karibusana Hamjambo. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle verstanden, was ich gesagt habe. Also mir wurde gesagt im Vorfeld, das heißt Willkommen. Und zwar heißt das Willkommen auf Mongolisch, auf Usbekisch und auf Kiswahili. So, das sind drei Sprachen, die natürlich jeder von uns perfekt kann. Aber noch perfekter konnte sie vor einigen Jahren Emil Krebs, unser ehemaliger Kollege. Und er konnte nicht nur diese drei, sondern noch sehr, sehr viel mehr Sprachen. Und er konnte sie so gut, dass er wahrscheinlich meine Aussprache jetzt auch noch korrigiert hätte. Denn ich muss eingestehen, dass mein Mongolisch inzwischen etwas eingerostet ist. Es ist durchaus ungewöhnlich, dass wir im Lichthof des Auswärtigen Amtes an einen Kollegen, einen unserer ehemaligen Kollegen, Herrn Emil Krebs, würdigen. Allerdings war dieser Kollege, Emil Krebs, selber auch sehr ungewöhnlich. Er gilt als eines der größten, wenn nicht das größte Sprachgenie, auf jeden Fall im Auswärtigen Amt, aber wahrscheinlich auch weit darüber hinaus. Emil Krebs hat, wenn unsere Nachforschungen stimmen, und das werden wir gleich noch professionell bestätigt hören, über 40 Sprachen professionell im Sprachendienst des Auswärtigen Amtes bearbeitet und damit gearbeitet. Und darüber hinaus konnte er 30 bis 40 weitere Sprachen, zumindest passiv. Also wer da im Detail interessiert ist, kann sich die Karte da hinten ansehen. Da sind die Sprachen alle aufgeführt. Vom Hausa in Westafrika, Nigeria, bis zum Arawakisch in Südamerika. Also eine ganz beeindruckende Sprachenliste. Und ich habe es mir vorhin schon mal angesehen, sind fast alle der großen, wichtigen Sprachfamilien der Welt auch tatsächlich vertreten. Ich glaube, es gibt immer wieder einige Talente in unserem Auswärtigen Amt, aber Emil Krebs war mit Sicherheit eines der größten, das wir in unserer Geschichte hatten. Und wir danken Ihnen, Herr Hoffmann, der Sie ja auch heute hier sind, dass Sie uns als Biograf Ihres Großonkels geholfen haben, diese sehr weltläufige und sprachbegabte Persönlichkeit noch besser zu verstehen. Von den vielen Facetten des Emil Krebs möchte ich drei besonders hervorheben. Einmal die bilaterale polnisch-deutsche, dann die politische und schließlich den Aspekt des Vorbilds, das Emil Krebs für uns abgibt, für alle die, die wir uns natürlich auch professionell mit Fremdsprachen beschäftigen. Zunächst einmal zur deutsch-polnischen. Emil Krebs wurde ja geboren in Niederschlesien, im damaligen Schweidnitz, im heutigen Świdnica, und ging dort auch zur Schule. Und seine niederschlesischen Wurzeln machen ihn natürlich für uns heutige zu einer wichtigen Figur in Deutschland und in Polen. Deswegen freut es mich natürlich besonders, dass das Erbe dieser erstaunlichen und außergewöhnlichen Persönlichkeit nicht nur hier in Deutschland, sondern mindestens genauso auch in Polen hochgeschätzt und gewürdigt wird, auf beiden Seiten von Ortrand Nyssa. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute nicht nur interessierte und
Persönlichkeiten aus Deutschland begrüßen können, Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus Polen, die auch das Andenken von Emil Krebs ehren, für den Landkreis Świdnica, Herrn Worsa, der hier ist, für den Landtag Niederschlesiens und das zweite Lyzeum von Świdnica, Herrn Iwansch, der auch da ist, und für die öffentliche Bibliothek von Świdnica, Frau Suban. Sie alle drei haben sehr tatkräftig mitgewirkt bei der Wiederentdeckung, sogenannten Wiederentdeckung von Emil Krebs, eben auch durch Sprachwettbewerbe und Ausstellungen an den Schulen in seiner Heimatstadt in Schweidnitz in Świdnica. Und dafür möchten wir Ihnen natürlich auch ganz herzlich danken. Die zweite Facette von Emil Krebs und der zweite gute Grund, ihn zu ehren, das ist eben diese politische Frage, der hohe kulturelle und politische Wert der Mehrsprachigkeit, den er natürlich in ganz besonderer Weise auch selbst verkörpert hat. Wir wissen alle, dass die kulturelle Vielfalt gerade für die Europäische Union ein besonderer Reichtum ist, ein politisches Gebilde mit 24 Amtssprachen in der EU. Für Emil Krebs wäre das ein Klacks gewesen, die alle zu können, zu verstehen und zu beherrschen. Für uns ist es schon etwas schwieriger, aber 24 Amtssprachen, wir wissen, dass die Mehrsprachigkeit ein hohes Gut ist, dass es zu schützen und zu bewahren gilt. Und deswegen ist die Sprachenpolitik eben nicht nur eine Frage der Innenpolitik. In vielen Ländern ist es auch Innenpolitik, wenn ich an Länder wie Nigeria oder Kamerun denke, mit 400, 500 Sprachen in einem Land. Sonst natürlich auch eine Frage der Außenpolitik und ein wichtiges Instrument für den Minderheitenschutz. Sprache bedeutet Identität. Sprache bedeutet den Erhalt der eigenen Identität. Und wir wissen, dass Sprachenschutz und das Recht auf den Erhalt der eigenen Identität auch ein ureigenes Menschenrecht ist. Das haben wir nicht nur, aber auch in Europa erfahren, überall, wohin man schaut. Von hier aus Berlin gesehen, nach Westen, nach Norden, nach Süden, nach Osten. Das sind Sprachenfragen sehr wichtig, sind das auch wichtige identitäre Fragen, die eben auch auf einmal, wenn es zu Sprachenstreit kommt, eine politische Sprengkraft entwickeln können. Wir haben das gesehen, ich nenne es als eines der vielen Beispiele, bei dem Streit oder bei der Diskussion um das ukrainische Bildungsgesetz, dass auf einmal eben nicht nur Bildungspolitiker in der Ukraine, in Ungarn und anderswo beschäftigt hat, sondern dass eben auch auf einmal ein Thema in der NATO wurde. Die Sprachenfrage als ein Thema in der NATO, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns auch um diese Fragen ordentlich und professionell kümmern. Das ist der Wert der Mehrsprachigkeit. Zugleich fördert natürlich die Mehrsprachigkeit, die Kenntnis anderer Sprachen, auch das Verständnis untereinander. Das mag eine Binsenweisheit sein, aber es ist dennoch wahr, es ist richtig. Wer Sprachen lernt, und Emil Krebs hat das eben uns ja wirklich sehr ausführlich demonstriert, der lernt eben auch andere Menschen, andere Kulturen besser kennen und verstehen. Und wo wäre das sozusagen greifbarer als in Berlin, wo ja wir im letzten Jahr das Humboldt-Jahr begangen haben und dabei ja nicht nur des großen Reisenden und Gelehrten Alexander von Humboldt gedacht haben, sondern auch seines nicht minder berühmten Bruders Wilhelm von Humboldt, der ja hier unsere Humboldt-Universität mitbegründet hat, gegenüber. Und der ja neben vielem anderen auch ein Sprachwissenschaftler war und von dem wir heutigen Sprachwissenschaftler ja die Maxime übernommen haben, über die Sprache zur Kultur von Menschen, von Völkern vorzudringen. Also ein wichtiger Leitsatz der vergleichenden Sprachwissenschaft geht auf Wilhelm von Humboldt zurück. Und ich glaube, das ist der Punkt, in dem wir Sprachen lernen, lernen wir einander eben auch besser verstehen.
Und das ist wiederum wichtig in vielen internationalen Fragen, auch in unserem bilateralen deutsch-polnischen Verhältnis. Deswegen wollen wir ja auch arbeiten an einem Kompetenzzentrum Polnisch mit gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen, mit Sitz in Görlitz und in Leipzig. Deswegen freuen wir uns, dass heute Abend oder heute Nachmittag auch das Themenheft zu Emil Krebs von der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte in Deutschland vorgestellt wird. Eine Person, die mit beiden Projekten besonders eng verbunden ist, die ich heute auch besonders begrüßen möchte, ist Frau Dr. Telus. Und natürlich auch begrüßen möchte ich Herrn Dr. Golembiowski und Herrn Professor Wöll, die beide jetzt auch noch zu uns sprechen werden und das Thema noch etwas wissenschaftlicher aufbereiten, als ich es mit meinen doch etwas oberflächlichen Kommentaren hier an dieser Stelle kann. Also Sie alle herzlich möchte ich begrüßen. Vielleicht noch abschließend möchte ich sagen, dass die Sprachpflege natürlich eine Sache ist, die nicht von selbst kommt. Also der Erhalt von Sprachen, die Pflege von Sprachen, auch in uns selbst, die wir Sprachträgerinnen und Sprachträger sind, die muss also immer wieder täglich neu bewältigt werden. Wir alle, die wir hin und wieder die eine oder andere Sprache versucht haben zu lernen, wissen das. Emil Krebs wusste das in ganz besonderer Art und Weise, also mit seinen 80 Sprachen, die er aktiv und passiv beherrschte. Und wir hier im Auswärtigen Amt haben ja seit 99 Jahren das Privileg eines eigenen Sprachendienstes. Also das Jubiläum ist, wenn ich richtig informiert bin, nächstes Jahr. Und das werden wir dann auch noch gebührend feiern, wenn der Shampoos noch reicht von der 150-Jahr-Feier des Auswärtigen Amtes, die wir dieses Jahr haben. Aber wir sind natürlich sehr stolz und froh, dass wir diesen Sprachendienst hier bei uns im Auswärtigen Amt haben. Sie helfen uns natürlich unheimlich, sozusagen unsere Arbeit, das Verständnis in unserer Arbeit, uns einander mit anderen Diplomatinnen und Diplomaten zu verstehen, durch die Übersetzung, durch die Dolmetschung, auch durch die vielen Angebote des Sprachlernens. Dafür natürlich an Sie alle einen herzlichen Dank. Möchte nicht nur die aktiven Mitglieder unseres Sprachendienstes hier ausdrücklich würdigen, sondern auch Herrn Hiller als ehemaliges Mitglied unseres Sprachendienstes, der, wie wir alle, auch ein großer Fan von Emil Krebs ist und uns ja auch noch weiterhilft, an dem Kompetenzzentrum zu arbeiten. Also vielen Dank an unseren Sprachendienst und an alle, die da täglich das Erbe von Emil Krebs und die Sprachenpflege weitertreiben. Ich möchte an dieser Stelle aufhören zu reden, vielleicht aber nicht ohne noch eine kleine Anekdote aus dem Leben von Emil Krebs zu zitieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sich wirklich so zugetragen hat, aber sie wurde mir erzählt und sie ist so lustig. Also mir kam sie so lustig vor, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte zum Abschluss. Also Emil Krebs kannte sehr viele Sprachen, aber er war augenscheinlich auch ein sehr eigenwilliger Mensch mit vielen eigenwilligen Charaktereigenschaften. Überrascht einen ja auch nicht, wenn man so viele Sprachen kann. Auf jeden Fall war er einmal zu Gast bei einer Abendgesellschaft und saß neben einem anderen Gast, das war in dem Fall eine Dame, und bei früheren Abendgesellschaften hatte man ja immer die Pflicht, einander bei diesen Abendgesellschaften auch zu unterhalten. Das hat Emil Krebs mit seiner Tischdame wohl gar nicht gemacht, sehr zu ihrer Überraschung. Denn sie hat dann später gesagt, ja, also ich habe den ganzen Abend neben einem Sprachgenie gesessen, das mich auf 45 Sprachen angeschwiegen hat. Also vielleicht ist es wahr, vielleicht auch nicht ganz wahr, vielleicht auch nur teilweise wahr, ich weiß es nicht. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall danken für Ihr Interesse, dass Sie hier sind, für Ihr Interesse an Emil Krebs, für Ihr Interesse an der deutsch-polnischen Verständigung, für Ihr Interesse an den Sprachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag
mit uns allen und möchte jetzt Herrn Dr. Golembiowski einladen, zu uns zu sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Peschke. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, zuerst möchte ich mich recht herzlich bei den Organisatoren dieser Veranstaltung für die Einladung bedanken. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier im Auswärtigen Amt einige Worte über den genialen schlesischen Polyglotten Emil Krebs sagen darf, den ich als Sprachwissenschaftler schon seit Jahren wegen seines Sprachtalents bewundere. Also Emil Krebs gilt als einer der größten, wenn nicht der größte Polyglotte aller Zeiten. Vorsichtig geschätzt könnte er sich heute mit über 4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt verständigen. Dank seines Sprachtalentes und seines vielseitigen kulturellen Wissens könnte er sich eigentlich überall auf der Welt wie zu Hause fühlen. Obwohl er ein Vierteljahrhundert in China verbrachte und in den letzten 13 Jahren seines Lebens in Berlin lebte, blieb Emil Krebs aber sehr eng mit seiner Heimat Schlesien verbunden. Erlauben Sie daher, dass ich etwas ausführlicher auf die starke Bindung Emil Krebs zu seiner und seiner engsten Verwandten zu ihrer Heimat eingehe, denn diese Beziehung ist so ungewöhnlich wie die Geschichte Schlesiens in den letzten Jahrzehnten. Also der einzigartige intellektuelle und berufliche Werdegang von Emil Krebs begann in einer kleinen Dorfschule im niederschlesischen Elsdorf, heute Opotschka. Dort hatte der 9-jährige Emil ein deutsch-französisches Wörterbuch gefunden und Vokabeln gelernt, ohne ihre Aussprache zu kennen. Er präsentierte dann seine Kenntnisse dem Lehrer, der die besondere Veranlagung des Schülers zum Erlernen fremder Sprachen erkannte und zusammen mit seinen Eltern förderte. Dann kam die Schulzeit in der Realschule im schlesischen Freiburg, heute ich für Budzice, und im evangelischen Gymnasium in Schweidnitz, heute ich für Nizza. Nach dem Abitur studierte Emil Krebs zuerst Theologie und Philosophie an der Breslauer Universität. Ich kann also mit Stolz sagen, dass ich an der Universität arbeite, an der ein Sprachgenie studiert hat. Und das können nur wenige Linguisten von sich behaupten. Nach einem Semester im heutigen Wrocław ging Emil Krebs 1887 nach Berlin, um dort Jura, Chinesisch und Türkisch zu studieren. Vor seinem eigentlichen sprachenorientierten Studium waren ihm bereits 12 Sprachen geläufig. Die Sprachbegabung von Emil Krebs hätte sich aber nicht entwickeln können, wenn er nicht bereits in Elsdorf erkannt und auf weiteren Etappen seiner Ausbildung entsprechend gefördert worden wäre.
Die Herangehensweise, eine Sprache zu erlernen, entsprach auch in den folgenden Jahren dem Anstieg als Neunjähriger. Erst die Schriftsprache und anschließend, am besten mit der Hilfe eines Muttersprachlers, die Aussprache. Das Neue Testament in der jeweiligen Fremdsprache war in diesem Zusammenhang oft eine gute Hilfestellung. Obwohl Emil Krebs den Rest seines Lebens außerhalb Schlesiens verbrachte, besuchte er ab 1917, also nach der Ausweisung aus China, seine Heimat häufig und gerne. Er hielt sich dann im Hause seines Bruders Alfred in Ersdorf auf. Emil Krebs starb 1930 während einer Übersetzung in Berlin, und er konnte natürlich nicht ahnen, was das weitere Schicksal seiner Heimat sein wird. Er konnte auch nicht vermuten, dass in der Nähe seines Heimatdorfes Ereignisse eintreten, die in die Geschichte eingehen. Also wenige Jahre nach Krebs Tod brachte das Naziregime Unheil über die ganze Welt. In dem niederschlesischen Kreisau, heute Krzyżowa, das nur knapp 4 Kilometer von Ersdorf entfernt liegt, bildete sich ein Kreis mutiger Menschen, die gegen die Diktatur kämpften, Kreisauer Kreis. Infolge des Zweiten Weltkrieges wurden die bisherigen Einwohner Schlesiens gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. In das Haus von Alfred Krebs in Ersdorf wurde 1945 eine polnische Familie von den Behörden eingewiesen. Ein Jahr später musste Alfred Krebs mit seinen 2 Töchtern und dem 5-jährigen, heute hier anwesenden Enkel Eckhard Hoffmann die schlesische Heimat verlassen. Vorher, Ostern 1946, setzten die polnische Familie Sotnik und die deutsche Familie Krebs vor ihrem Haus in Ersdorf ein großes Kreuz und legten eine Urkunde darunter, deren Inhalt erst 2009 bekannt wurde. Darin hieß es unter anderem, ich zitiere: Dieses Kreuz setzten gemeinsam ein Deutscher und ein Pole, die sich als Menschen achteten und schätzten. Unser König Jesus Christus sei der Hüter, dass nicht Hass die Menschen beherrsche, sondern die Liebe, die alles versöhnt, die Wunden heilt und wahren Frieden bringt. Diese Worte beeindrucken mich, wenn ich bedenke, dass sie knapp ein Jahr nach dem Kriegsende niedergeschrieben wurden. Nach dem Krieg wurde Deutschland und ganz Europa in Ost- und Westblock geteilt. Besonders sichtbar wurde das hier in Berlin. Die 1961 gebaute Berliner Mauer war nicht weit von der Berliner Wohnung von Emil Krebs in der Lindenallee entfernt. Als diese Mauer am 9. November 1989 gefallen war, kam der westdeutsche Bundeskanzler nach Polen zu Besuch. Am 12. November 1989 wurde in Krzyżowa die historische Versöhnungsmesse zelebriert mit dem berühmten Friedensgruß von Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl. Die beiden Regierungschefs tauschen das Friedenszeichen während der Messe 3 Tage vor 122. Geburtstag von Emil Krebs aus. Nach der Wende ergaben sich mit Hilfe der polnischen katholischen Kirche Möglichkeiten, mit Emil Krebs gedanklich, den Menschen seiner alten, jetzt jedoch polnischen Heimat wieder näher nahe zu bringen. Dies war vor allem dank der Bemühungen und dem Engagement von Eckhard Hoffmann möglich. Durch seine Recherchen und Veröffentlichungen gelang es ihm, Emil Krebs der Vergangenheit zu entreißen. Das Vermächtnis des Kreuzes im heutigen Opoczka und der Vergessenheit entrissene Emil Krebs haben im niederschlesischen Polen Deutsche und Polen näher zusammengeführt. Möge es auch in Deutschland uns als Nachbarn gelingen, weiterhin Verständnis und Gemeinsamkeit auszubauen. Viele Vorträge, Ausstellungen und alle anderen Initiativen, wie zum Beispiel Wettbewerbe zwischen Schulen, finden seit mehreren Jahren in verschiedenen polnischen Städten statt. Sie tragen dazu bei, dass das schlesische Sprachgenie immer bekannter wird, und zwar nicht nur in seiner niederschlesischen Heimat, sondern auch in ganz Polen und Deutschland. Und die heutige Veranstaltung unterstützt diese Hoffnung, ist wohl der beste Beweis dafür. Emil Krebs sorgt also heute, 90 Jahre nach seinem Tode, dafür, dass Menschen verschiedener Sprachen miteinander reden und sich untereinander verstehen wollen. Ihnen und Emil Krebs
meinen herzlichen Dank. Danke. Andreas Peschke, liebe Damen und Herren, abschließend auch von meiner Seite, vielleicht nehmen Sie raus, abschließend auch von meiner Seite ein paar kurze Worte. Es freut mich sehr, serdecznie witamy was z Polski. Z Polska tutaj u nas, also herzlich willkommen unseren polnischen Freunden. Also ich freue mich sehr, dass nach Świdnica und Görlitz die Ausstellung hier jetzt gelandet ist, also die Zusammenarbeit mit Magdalena Telus, Anna Zinserling, Eckhard Hoffmann und Gunnar Hille hat sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auf unserem Weg zu dem Kompetenzzentrum Polen, in dem ja im Rahmen dessen diese Ausstellung entstanden ist, gut vorankommen weiterhin. Also ich werde von meiner Seite alles tun, was von meiner Seite zur Verfügung steht. Ich wollte jetzt, wir haben abgesprochen, dass ich ein paar Worte spreche zur Bedeutung von Sprachgenies und Mehrsprachigkeit für uns heute alle. Und Andreas Peschke hat schon Wilhelm von Humboldt als Sprachwissenschaftler erwähnt, mich ein bisschen kundig gemacht. Also wir sprechen heute in der Sprachwissenschaft von Hyperpolyglottismus, was an sich nicht ganz klar definiert ist. Also allgemein gesprochen ist Hyperpolyglott jemand, der mehr als 10 Sprachen spricht. Auf jeden Fall mehr als ein Polyglott, der mindestens 5 bis 6 Sprachen sprechen muss. Der Ausdruck stammt von dem britischen Sprachwissenschaftler Richard Hudson von der University of London und hat eigentlich in der Diskussion in der Wissenschaft mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, wie man überhaupt Mehrsprachigkeit definiert, wie gut man diese Sprachen können muss und wie ausgefeilt dann so eine Sprache zu sprechen ist. Spannend fand ich, dass ich aber dann bei der Recherche gefunden habe, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung mit 2 oder mehr Sprachen aufwächst. Es gibt 200 Staaten und über 6000 Sprachen, sodass die meisten Staaten also zweisprachig sind, auch wenn sie zumindest in Europa bei uns weniger als zweisprachig definieren, ist doch die überwiegende Mehrheit eigentlich der Weltbevölkerung also zweisprachig. Auch Deutschland hat 5 Minderheitensprachen, das Sorbische, das Friesische, Dänische, Romanes, also die Sprache der Roma und Plattdütsch, die nach der europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen anerkannt sind. Und obwohl Mehrsprachigkeit in repräsentativen Befragungen in Deutschland
meist nicht berücksichtigt wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass bereits ein Viertel aller Kinder bei uns in Deutschland die Möglichkeit hatte, mehrsprachig aufzuwachsen. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist. Seit Beginn des europäischen Einigungsprozesses 1957 hat sich die Zahl der Amtssprachen von 4 auf 24 erhöht. Andreas Peschke hat schon darauf hingewiesen. Und in einer Verordnung des Rates wurde 1958 festgelegt, dass die Amtssprachen der Mitgliedstaaten gleichberechtigt sind und als Amts- und Arbeitssprachen der europäischen Institutionen dienen. Von 2007 bis 2010 gab es sogar einen EU-Kommissar für Mehrsprachigkeit, in dessen Zuständigkeitsbereich die Thematik der Sprachenvielfalt stand. Also das heißt, Mehrsprachigkeit hat wirklich diesen enormen Stellenwert. Und Europa lebt ja auch vom interkulturellen Dialog. Das ist das Erbe der Aufklärung, würde ich sagen, Andersartigkeiten zu ertragen und ihnen eben in erster Linie auch Positives, Gutes und Kreatives abzugewinnen. Und ich glaube, dass das vor allem auch das Erbe von Emil Krebs ist, das andere, auch die andere Sprache zu schätzen und ihr positiv zu begegnen. In einer EU, die auf dem Grundsatz in Vielfalt geeint begründet ist, ist die Fähigkeit, in mehreren Sprachen kommunizieren zu können, für Bürgerinnen, Bürger, Organisationen und Unternehmen quasi unverzichtbar. Sprachen tragen auch maßgeblich dazu bei, dass die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der EU geachtet wird. Ein alter Topos, der bei den Sprachhistorikerinnen und Sprachhistorikern immer wieder eine große Rolle gespielt hat, wird in Zeiten des Populismus, in denen wir ja nun definitiv leben, stärker, nämlich dass die Verständigung zwischen den Nationen vor allem den wirtschaftlichen Interessen folgen solle und man fremde Sprachen in erster Linie deshalb lernen solle, um den Handel voranzutreiben. Alter Topos. Und so ist es eben, wo dieser Topos noch seine Gültigkeit bewahrt, auch kein Zufall, wenn heute, wo dieser einheitliche Wirtschaftsraum entsteht, zugleich auch die Bedrohung von Nationalsprachen, die angebliche Bedrohung, wahrgenommen wird. Angesichts der Globalisierung scheint es verständlich, dass viele so eine restriktivere Sprachenpolitik fordern, die in der Lage ist, den Wortschatz und die kulturellen Bedeutungen der deutschen Sprache vor den mächtigen Einflüssen anderer Sprachen zu schützen. Allein solche restriktiven Maßnahmen haben eigentlich noch nie gewirkt, im Kleinen und im Großen auch nicht. Also Frankreich hat eine Quote für französischsprachige Chansons, französische Filme, aber diese restriktiven Maßnahmen sind eigentlich der falsche Weg. Wir sollten uns also von romantischen Trias, dieser Verbindung von Sprache, Staat und Nation, mental lösen. Denn mit dieser Trias als Grundlage einer Sprachenpolitik können wir auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen nicht angemessen reagieren. Aus Sicht dieses romantischen Modells müssen sowohl Europäisierung als auch Globalisierung beide eben eher als Bedrohung verstanden werden. Und diese Chancen der kulturellen Öffnung werden verdeckt. Und diese Chancen zu erkennen, ist, glaube ich, auch das große Verdienst von Emil Krebs, von den Mehrsprachigen, von den Polyglotten, den Hyperpolyglotten. Schon im Begriff der Mehrsprachigkeit ist ja per se immer schon ein Miteinander angelegt, also eine Bereitschaft zur kommunikativen Kooperation. Mehrsprachigkeit fördert das Zusammenspiel der Sprachen und wo Mehrsprachigkeit praktiziert wird, wird zugleich kulturelle Offenheit der Sprachteilnehmer gefördert. Damit wird überhaupt eigentlich erst die Grundlage geschaffen, eine eigene Identität in Auseinandersetzung mit anderen Sprachen und Kulturen zu bestimmen. Und erst durch diese Art der Identitätsfindung, also durch kommunikative Kooperation und interkulturelle Balancierung, kann dann die Bedeutung einer Nationalsprache angemessen gesichert werden. Mehrsprachigkeit bedeutet also gerade nicht die Preisgabe der Erstsprache und auch nicht also die Einrichtung einer verbindlichen Einheitssprache. Wenn Mehrsprachigkeit gefördert wird, bedeutet dies, dass man über das Lernen und das Praktizieren anderer Sprachen ein angemessenes Verständnis der eigenen Sprache erwirbt und damit auch ein neues Selbstbewusstsein, die eigene Sprache zu erhalten und fördern kann, dieses Selbstbewusstsein. Aber internationale Diskurse in den Natur- und auch in den Geisteswissenschaften können natürlich auf die Verwendung des Englischen heute nicht mehr verzichten. Hier geht es um die Notwendigkeit internationaler Kooperation
Und deshalb denke ich, wir versündigen uns an den Zukunftschancen nachwachsender Generation, wenn wir eine Sprach- und Bildungspolitik betreiben, die meist weiß machen will, es ginge ohne eine Lingua Franca, also Mehrsprachigkeit auf der einen Seite, aber natürlich auch eine Lingua Franca, die heute nicht mehr Latein, sondern Englisch ist. Das schließt Mehrsprachigkeit nicht aus. Und das lässt sich alles auch ein paar konkrete Vorschläge umsetzen. Das sollte eigentlich zur normalen Schulbiografie gehören. Einige Monate, vielleicht ein ganzes Jahr im Ausland gelebt zu haben, andere Sprachen zu hören, zu lernen. An der Universität ist es zum Glück heute eigentlich der Standard, vielleicht auch unterprivilegierte Schichten einzubeziehen und nicht nur die gebildete Schicht. Neurowissenschaftler weisen und Kinderpsychologen weisen darauf hin, dass gerade in den jungen Jahren vor dem 12. Lebensjahr Kinder absolut sprachbegabt sind. Also das wäre auch wirklich die Chance, mehr Mehrsprachigkeit in unsere Kultur, in unser eigenes Leben zu bringen. Und abschließend noch ein Wort zu den Hyperpolyglotten. Also in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments empfangen die Jünger den Geist Christi und können plötzlich in Zungen sprechen, Glossais Lalein auf Griechisch, und in den Sprachen jeder Nation unter dem Himmel predigen. Also wir haben es ja schon, hören es immer in der Kirche, aber wenn wir dann mal schauen, welche Hyperglotten es gibt, da ist einer, der immer wieder zitiert wird, Giuseppe Mezzofanti, ein italienischer Kardinal und Hauptverwalter der Vatikanischen Bibliothek. Der sprach fließend 30 Sprachen und lernte 42 weitere dazu. Lord Byron, der Griechisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Lateinisch und angeblich etwas Armenisch gesprochen haben soll, verlor trotz seines brillanten Englisch einen Fluchwettbewerb mit dem Kardinal auf Englisch wohlgemerkt und nannte ihn danach mit großer Bewunderung ein Monster. Der ukrainische Orientalist und erste Präsident der ukrainischen Akademie der Wissenschaften, Achatanhel Krimski, sprach über 34 Sprachen des Orients und hatte ein ähnlich abenteuerliches Leben wie Lawrence von Arabia aus dem bildmächtigen Wüstenepos aus dem Jahre 1962. Und dann eben Emil Krebs, der aus über 40 Sprachen amtlich übersetzte und in 68 Sprachen kommunizierte, gilt bis heute als eines der größten Sprachgenies, auch von der Quantität der Sprachen. Er möge uns in Zeiten des Populismus und der neuen Nationalismen als Hyperpolyglott ein Vorbild, ein Weltbürgertum sein, am europäischen Geist der Offenheit und an einer interkulturellen Liebe und Neugier am Andersartigen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie die Ausstellung hier mit großer Freude heute im Detail anschauen können und wünsche viel Spaß bei der Betrachtung der Bildtafel. Vielen herzlichen Dank. Cinque Grazie.